kleine Annette. Viele Grüße aus Sulzburg. Ich habe dir die Socken von Oma eingepackt, die langen Unterhose habe ich dir gekauft und schon gewaschen, damit du dir in Städten am kalten Arsch nicht den Arsch abfrierst. Dass die die Ohren nicht berühren. Sonst kann er was sagen. Und solange die Haare die Ohren und der Nacken nicht berührt, kann er nichts meckern. Zug gibt es nur ein Alpha-Männchen, das bin ich. Und wenn ich sage, das kommt rechts hin, kann niemand anders irgendwas anderes sagen. Alles klar? Alles klar. Attacke. Ehe, Ante! Morgen, Tor, Zug! Warum hast du das so noch? Guten Morgen, Tor, Zug! Guten Morgen, Tor, Zug! Das ist der Club. Stabsunteroffizier. Panzergrenadier Kober. Ja. Panzergrenadier Ferencik. Ja. Panzergrenadier Nagel. Ja. So, in dieser Armee trägt man das Haar kurz. Ihre Ohren müssen frei sein, ihre Nacken müssen frei sein. Ja? Das machen wir nicht, weil das uns gefällt, sondern weil es zweckmäßig ist. Da werden Sie verdammte Probleme kriegen, wenn Ihr Haarschnitt etwas länger ist wie meiner. Alles klar? Ein schmerzender Rücken durch das Sturmgepäck, das Sie tragen. Oder ein schmotzender Fuß ist ganz normal, weil ich gehe mal ganz einfach davon aus, hier ist noch gar keiner dabei, der sich persönlich mal an seine eigene Leistungsgrenze herangetrieben hat. Wir werden Sie hier sehr oft an diesen Zustand bringen. Und mit jedem Tag, den Sie hier sind, werden Sie stärker und werden Sie besser und Sie werden härter. Ja, wir sind halt insgesamt 5 Mädchen, zusammen auf der Stufe. Der Rest ist Jungs. Der Rest sind Jungs. Ja, ich bin mit 4 anderen Mädchen auf der Stufe. Ja, ich bin das Nesthäkchen, ich bin die Jüngste. Warum? Ach so, stimmt. Ja, ich bin die Jüngste. Annette ist ein sehr verwöhntes Kind. Und zwar verwöhnt von ihrer Mama. Ich kann sie nicht loslassen. Ich klammer zu arg. Und ich merke das selber, aber sie sagt es auch zu mir, sagt sie, Mama, lass mich los. Wie würde denn das jetzt bezeichnen? Welches Tag oder so? Morgen früh müssen wir 4:45 auf, 4:15 aufstehen. Ist das sicher? Gott, da liegt eine Kuppwanne. Es war nicht immer einfach, ich Sternbild wieder. Wenn sie eine Idee hatte, dann hat sie gesagt, und ich ziehe das durch. Oft sagte ich auch dir, die wachsen schon bald die Hörner an der Stirn vor lauter Witter. Und es passt. Ja? Nicht das Stubelmädchen. Das Mädchen von der Front vorne. Ja? Und das passt absolut. Oh, ist doch cool. Erstmal die Ausbildung richtig hinkriegen, dass ich irgendwann mal auch Stabsunteroffizier genannt werden kann. Und dass ich wirklich sagen kann, dass ich mal vor einer Gruppe stehe und die vielleicht mal ausbilde. Vielleicht mache ich mal eine Grundausbildung, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Und dass man mich mal mit Herr oder Frau eigentlich Stabsunteroffizier anspricht und dass ich diejenige bin, vor der man mal ein bisschen mehr Respekt hat. Nee, ich hab einen Schal. Ja. Hast du auch einen Schal? Jetzt schon klappen. Ihr haltet mich ja alle, also wenn ich ehrlich sein darf, alle für verrückt. Wie kann man bloß und so wie du aussiehst und so wie du drauf bist, zum Bund gegangen, sag mal, spinnst du? Naja. Mein BH. Das ist
Wenn der Soldat in der Uniform dasteht, dann fängt auch das militärische Leben an. Das haben Sie ja gesehen, da laufen ja einige noch rum wie Models, Haare bis zum Hintern runter. Das können Sie knicken. Und wenn die mal aussehen wie Soldaten und ausgerüstet wie Soldaten, dann fängt auch das Soldatsein an. Ich glaube, die weiblichen Kameraden wissen noch gar nicht so großartig, was auf sie wirklich hier zukommt. Ich will nicht aufstehen. Morgen. Achtung, Panzergrenadiernagel meldet auf Stube 9-3 Soldaten von 5 beim Betten machen. Alles klar. Und schönen guten Morgen. Was machen wir jetzt eigentlich? André, die unten! Fünfte, hier drüben! Und auf geht's! Los, 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 los! Hören Sie auf, da hinten noch zu pennen! Das kann nicht so lange dauern, Sie wissen doch, wo Sie stehen müssen! Und das muss alles zügiger und schneller gehen, Kameraden! Seid ihr Soldaten oder seid ihr Mädchenpensionat, hä? Oder was ist hier? Das ist das Einfachste auf der Welt! Der Abadi! Nicht! Hey! Nagel! Gehirn einschalten! Ihm gleich Schritt! Na also, geht doch! Und unser Zugführer, das gehört auch mal dazu. Der muss halt drauf gucken, dass er diese ganzen, wie viele Leute sind wir? 62, 63? 64, genau, dass er die 64 Leute alle unter einen Hut kriegt und dass die alle das machen, was er sagt. Und das erreicht er halt bloß dadurch mehr. Tja, Ordnung muss sein. Ich weiß nicht, er macht halt irgendwie den Ton der Musik. Ob es der richtige ist, ich weiß es nicht, aber. Gerd! Bring mal ein bisschen Geschwindigkeit hier rein, unter auf die Bayer. Gerd! Nächstes Mal drehen Sie sich noch um. Jetzt gehen Sie. Halt, was hab ich gesagt? Echt auf Kommando! Melde mich, Stabsunterleutnant mit. Richtig angekleidet. Ich bin Stabsunteroffizier. Kehrt! Durch welche Schulter ist kehrt? Kehrt! Eintreten! Männer! Männer, die Ausbildung beginnt mit der Anzugsüberprüfung. Und dann kann es ja nicht wahr sein, dass ich da als Zugführer rauskomme und irgendwelche Mängel erkenne. Weil wenn ich dort einen Mangel erkenne, was ist dann? Dann habt ihr Scheiße gebaut. Ganz genau. Männer, wenn ihr Mängel erkennt in der Ausbildung, also der Soldat macht irgendeine Tätigkeit falsch, wie stelle ich denn diesen Mangel ab? Klar? Entweder mache ich es vor. Die Vormachphase haben wir ja schon gehabt. Ja, oder ich spreche es detailliert nochmal an. Mhm. Schritt für Schritt. Bei richtig. Den Soldaten. Also, Männer, Mangel erkannt. Und jetzt bringe ich ihn dazu mit 2, 3 Worten, wie er es richtig macht. Aber nicht ihr, der Soldat soll es machen. Nicht ihr. Der hat euch da draußen nicht im Gefecht. Und ihr hockt in jeder Stellung und könnt seine Mängel abstellen, weil er es einfach nicht schafft. Bringt ihn dazu. Das ist euer Job. Ja? Also, das will ich in Zukunft nehmen, Handburger, gell? Und ich angebrüllt werde, am laute Ton angeschrien werde, ich hab mir das überhaupt nicht. Ich meine, mir passt auch einiges nicht. Achtung! Panzergrenadier Ferencik meldet. Stube mit 5 Mann besetzt, 4 Mann anwesend. Beim Sturm aufräumen. Brünn, folgender Anzug. Sportanzug. Ich zieh ihn an, die keltische Jacke. Darüber die nässische Jacke. Handschuhe dabei. Und die Sportschuhe weiß für die Halle. Wir sehen uns in 5 Minuten um. Sporttest. Liegestütze, Sit-Ups, Standweitsprung, was war's noch? Das Lauf, Pendellauf. Sit-Ups müsste eigentlich ziemlich gut gegangen, rennen denke ich auch mal, aber das aus dem Stand springen, das ist Katastrophe. Ich denke mal, alles gut. Doch. Mobilat, die haben wir gerade vom Doktor gekriegt, weil wir uns beschwert sind. Werden wir mobiler vielleicht, hilft's. Komm, komm! Schritt weg und raus!
Mitbekommen! Auf meine nächsten fünf! Saubere Stechpunkte holen! Auf die nächsten fünf! Rein in Hallenmitte! Und danach drei Liegestütz! Halt! Was hat mich denn? Rein in Hallenmitte! Einrennen! Drei Liegestütz! Hoch mit Ihnen, komm! Drei Liegestütz habe ich gesagt! Eins, runter, und hoch, und hoch, und weiter. Gesäß nach unten, Panzergrenadierschiene. Gesäß nach unten, Körperbild in eine Linie, jawohl. Und drei Stück, komm, und hoch, und weiter. Warum gehen Sie keine Liegestütze hin? Hä? Ich schaff's nicht. Sie schaffen's nicht. Staatsunterzuschauer, mit Panzergrenadiernagel, Liegestütze üben, los. Und dann nicht mit dem Schenkel abbiegen, sonst kommen Sie gar nicht mehr hoch. Schauen Sie mal gut zu. Mein Kommando lautet in den Liegestütz bald. Und mein Körper war in der Luft. Und eine Liegestützkameraden sieht so aus. Ihr Körper bildet von oben bis unten eine Linie. Und kein hier oder sonst irgendetwas, sondern eine saubere Liegestütz. Ja? Verstanden? Jawohl! In die Liegestütze, bald! Junge deutsche Männer. Hopp! Und eins! Und was höre ich von Ihnen? Ja, Sie zählen ja hoffentlich mit, oder? Könnte ja sein, ich verzähle mich. Los! Eins! Halt. Zwei! Halt. Drei! Halt. Vier! Weitermachen. Oh, stopp. Name? 15 minus 3. 13, meine Fresse. So ist es, wenn man abends erst 20 Minuten vor dem Zapfenstreich kommt, hä? Panzergrenadier Klump. Vor 10 Jahren hätten wir sowas noch geärgert, ja? Da waren aber noch keine Frauen in der Bundeswehr und da musste man gar niemanden antreiben. Weil das war irgendwie war's vom Verständnis her, war das eine andere Einstellung, wo die mitgebracht haben. Ne? Das ist heutzutage anders. Heute will ja keiner mehr was leisten. Weil das hat ja alles mit körperlicher Anstrengung und Kraft zu tun. Und das war ich alles so wahnsinnig böse bin ich ja und hin und her. Ne? So, da schießt Ferencik um die Ecke, Bayer. Ja. Und weiter so, Ferencik. Ziehen, ziehen, ziehen. Nicht auf die Uhr schauen, entscheidend ist laufen. Nee, die bringen kein Berufsverständnis mit. Mal schauen Sie sich mal, wenn Sie so eine Leistung draußen bringen, dann werden Sie entlassen. Also wenn ich Personalchef wäre, ich würde sowas entlassen. Ja? Weil da sehen Sie ja, da ist gar kein Wille da. Die wollen gar nicht. Ich meine, ich kann mir hier verausgaben. 12 Minuten einfach zu laufen, so schnell wie ich kann. Ich verlange ja gar nichts Großartiges. Nur 12 Minuten zu laufen, da sehen Sie. Jetzt steht schon wieder die nächste. Ja? Die wollen nicht. Und was wollen Sie machen? Reinschlagen in den Kopf dürfen Sie es nicht. Bis zum Tanzen. Du kannst dich ja auch gleich total hinmachen. Dann darf man halt nicht 20 Minuten vom Zapfenstreif erst heimkommen. Ich sitze seit 4 Jahren hinterm Schreibtisch und bewege meinen Arsch keinen Meter. Wie soll ich da rennen wie eine Kuh? Mein Knie ist voll am Arsch zu. Der Hand auf Platz hat Ädel in der Hand. Anstrengend. Ich habe ja fast keine Luft gekriegt. Da habe ich gedacht, ich schaffe die 12 Minuten nicht noch mal rennen zum Schluss. Am Einstellungstest war ich wesentlich besser. Ja. Ich habe die 4x9 Meter in 9,2 oder 9,3 Sekunden gehabt, jetzt 10,5. Das ist. Oh. Die hat voll gemogelt. Die hat voll gemogelt. Die hätte stehen müssen. Die rennt frisch, dann lauft sie mal wieder gemütlich, dann holt sie mich wieder ein, dann rennt sie wieder, dann lauft sie wieder. Und ist 50 Meter weiter als ich. Sind doch alle durchgefallen, komm, hör auf, das muss man nur 30 Mal machen. Ich habe wieder Hämorrhoiden. So, und bei den Frauen, lass mich raten, da wird's einfach, ne? Alle nicht erfüllt, ne? Lass den Rotstift draußen. Plump, ne? Bei wem ist denn die? Klar, bei dir. Ja. Ganze 7 Punkte erreicht. Pfeiffer hat nicht erfüllt. Ja. Nagel. 7 Punkte. Oh, perfekt. Also wenn ich, Alter, sag 28 Punkte machen, dann können die doch auch hier das schaffen, ne? So,
Ich habe ja was dazu gesagt, zu Beginn, ja, dass wir natürlich wissen, wo die Problemchen heutzutage liegen, ne? Weil Sport interessiert ja keinen mehr in diesem Land. Es ist ja viel angenehmer, in die Disco zu gehen, ne? Um mal noch ein paar Teile noch reinzuwerfen, damit ich auch noch drei Nächte durchtanzen kann. Das weiß ich ja alles. Ich bin ja heute auf der Brenzo wieder hergeschwommen. Ne? Das können Sie hier natürlich abschminken. Der Soldat muss eine gewisse Grundfitness besitzen. Das ist so. Und da kann ich nicht mit der Ausrede kommen, ich bin Sanitäter oder ich hocke hinterm Schreibtisch oder ich schraube nur am Panzer rum oder sonst irgendetwas. Sondern jeder Soldat muss eine gewisse Grundfitness haben. Ich verlange von meinen Soldaten nur, was ich selber mache und selber kann. Nichts mehr. So, Panzergeneral, komm. Ja, melde mich wie befohlen oder was machen wir? Befohlen. Sehr schön. Gut. Sie haben Probleme mit Knie? Ja. So. Platz nehmen, Hosenbein hoch, will ich sehen. Ja, tut man noch nichts. Was das dicker ist halt. Dann machen Sie mal das andere Arme frei. Also ich kann da nichts erkennen. Ja. Und wie wirkt sich das aus? Das da nein, sticht beim Laufen. Mhm. Also es ist ein Schmerz. Ein stechender Schmerz. Ich will morgen auf jeden Fall mitlaufen. Ich schmier eine Salbe noch und fertig. Haben Sie überhaupt Salbe? Ich habe gestern eine vom Arzt bekommen. Ich weiß nicht, was sie wirklich ist. Was haben Sie denn für eine gekriegt? Mobilat. Mobilat ist immer gut. Hilft gegen alles. Also, dann haben wir ja keine Probleme. Dann wollen Sie morgen ganz normal am Marsch teilnehmen, ne? Ja, will ich. Ja sehr schön. Sie müssen mir nicht immer hinterher gehen, Kamerad Klum. Ja? Haben wir uns verstanden? Ja. Jetzt dürfen Sie sich abmelden. Ja. Melde mich ab. Oder sehen Sie noch mal einen Klump hier drin? Melde mich ab. Also, wegtreten. Hoch auf Ihre Stube zu Ihrer Gruppe. Da kann der nicht abholen, so viel er will, das juckt mich nicht. Im Endeffekt denke ich mir halt, lass uns schwätzen. Ich meine, das tut schon nicht gerade gut, das tut schon weh, aber es gibt kein Zurück mehr. Wenn es eins gäbe, den gefallen tue ich dem auch nicht. Weil ich mir immer weiterdenke und meine, 6 Wochen habe ich noch und dann bin ich hier weg. Gerade bei den Frauen, da kommen die meisten eben mit total falschen Vorstellungen. Ne? Da sitzt irgendwo einer oder vielleicht haben sie auch irgendwo etwas gehört und dann sei, denen wird ja alles vorgegoogelt, das ist meine Meinung. Friede, Freude, Eierkuchen und ihr seid Frauen und euch passiert nichts. Und hier erleben sie die harte Realität. Ja? In meiner Person. Und ich mache eben keinen Unterschied von Frau oder Mann. Heute haben sie uns so gefickt, das glaubst du nicht. Ich sag, heute haben sie uns so gefickt, das glaubst du nicht. Heute haben sie uns richtig fertig gemacht. Scheiße. Ja. Heute war nämlich schön, die eine hat voll blärt. Morgen haben wir den ersten Marsch, 6 Kilometer. Hä? Ich habe Knieverletzung. Ich habe Knieverletzung. Eine Knieverletzung. Ich bräuchte gerade so einen schönen geilen Masseur, der mich von oben bis unten durchknetet. Nur mir tun alle Knochen weh. Also gut, Vaterle. Tschüss. Thank you.
Kriegleinkrampf. Oh, leck mich doch im Arsch, echt. Das gibt's doch gar nicht. Dass es so dicke Fies hat. Und das sieht der, das sieht man nicht, gell? Der Oberfeld, Hauptfeld. Was will ich schon jetzt Hauptfeldwebel? Jetzt gerade beim Nundelaufen, der kleine, glatzköpfige Zwerg. Das ist echt geil, geht mir alles. Laufziehen, sei das Gott nicht. Ja, sicher geht das. Sie müssen nur wollen, das sei. Wenn ihr nicht will, dann will ich auch nicht laufen. Das geht aber schneller, das sei, wenn sie meinen. Sei das Gott so schnell, wie es geht und nicht schneller. Ich mache alles mit, bis auf zu rennen. Ich kann laufen, aber rennen kann ich nicht. Und das müssen Sie akzeptieren. Dann lassen wir was rausschreiben. Mir ist klar, dass gerade die ersten Tage für Sie alle sehr anspruchsvoll waren, körperlich fordernd und dass der ein oder andere schon an seine Grenzen geführt wurde. Am nächsten Wochenende ist Dienst. Das heißt auch, schonen Sie nochmal an diesem Wochenende Ihre Kräfte, erholen Sie sich, sodass Sie dann tatsächlich auch gut ausgeruht in die Woche gehen können. Sie haben jetzt im Anschluss Dienstschluss. Allen unterwegs wünschen wir eine gute Fahrt. Das ist mir absolut nichts gefallen. Das ist ja die Scheiße beim Bund. Wenn der zu mir sagt, ich soll meine Klappe halten, dann möchte ich am liebsten eine reinhauen. Ich würde es niemand raten mehr. Ich habe auch gestern zu meiner Mutter gesagt, wenn ich nummel, wenn man Zeit zurücktreibt, ich würde es auch nicht mehr machen. Zumindest nicht Grundausbildung. Ja, 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 du bist alles vorsichtig, Junge. Oh, stinkt das, da wirst du ja fit. Ist das nach Parfüm riechen oder was? Hm. Was hast du jetzt da gemacht? Was? Mit dem Fuß? Ja, im Sportplatz. Falsch aufgestanden, oder? Nein, das sind 12 Minuten drin. Das waren 6 Minuten zu viel. Das ist deine erste Kriegsverletzung. Ja. Sie hat ja einen Beruf gelernt, Raumausstatterin. Und überall, wo sie nachkommt, heißt, sie sind ja Mädchen. Was wollen wir mit ihnen? Auf die Art gesagt. Sie können ja kein Teppichbauderroll heben und was die Meister alle behauptet. Das ist das vielleicht der bessere Weg? Weiß ich nicht. Da hat sie auch eine Zukunft vor sich. Da habe ich dann auf jeden Fall was Sicheres und habe gesichertes Einkommen dazu noch. Weil so ist halt irgendwie immer bange da, wie zahlst du jetzt das als nächstes und dann das und das ist halt nicht toll. Bei mir lief bis jetzt alles super. Ich habe bis jetzt noch keine großartig oder überhaupt besonders angeschnauzt oder angemault oder wie man das auch immer nennen will beim Bund. Da muss ich sagen, wirklich, wenn es so weitergeht, macht es immer noch weiter Spaß. Ich bin eigentlich mehr so der Außenseiter. Ich bin halt so der Typ, jedem recht machen, weil ich genau weiß, was ich dann zurückkriege. Und das haben halt irgendwie dann die nicht verstanden. Da kommen dann immer so Sachen wie, oh, du Schleimer und was weiß ich, du Arschkriecher und überhaupt und sowieso. Und da denken wir mir, aber Leute, warum nicht? Weil das wirkt sich vielleicht auch darauf hin aus, dass man sagt, die ist sehr nett, mit der kann man was anfangen, die guckt auf Kameradschaft. Das ist doch für mich bloß positiv. Und ich, das tut mir doch nichts, sie reißt mir doch kein Bein aus, dadurch, dass ich jemandem gefallen tue. Die haben mir echt auch überlegt, weil so Scharfschütze oder so, das wäre bestimmt mal nett, irgendwie sowas zu machen. Manche Leute, die machen halt dann auch den Häuser- und Ortskampf. Das wollen wir wahrscheinlich auch lernen, wie es geht. Wir stehen halt dann da irgendwo hinter dem Haus, hinter einer Baracke und gucken kurz vor und schießen. Weil das macht echt Spaß, da das Gewehr vor dir liegen zu haben, auf dem Rucksack ganz ruhig was anzupeilen. Du siehst das ganz genau mit dem bloßen Auge nicht so. Guckst du dein Visier durch und siehst das punktgenau und dann drückst du halt ab. Und das, ich finde das super. Guten Morgen, Vorzug. Guten Morgen, Herr Unteroffizier. Sehr schön, morgen mehr Kreuzfähigkeit. Paul Riedgard, Alfarano. Hier. Bauerwort. Neukrank. Danke. Neukrank. Wer sind Sie und was wollen Sie? Panzergrenadier Krämer, melde mich in dienstliche Angelegenheit. Herr. Was mit Ihnen? Ich habe Grippe. Sie haben Grippe. Dann gehen Sie gleich mal einen Schritt weg und springen Sie nicht auf meinen Schreibtisch, ne? Jawohl. 3 Schritte Abstand hier. Panzergrenadier Krämer, wenn ich hab. Ja. Was heißt das, junger Mann? 1 Tag im Bett und 2 Tage in Dienst. Hi, schreib auf. So, das Loch zu jetzt. Ich sage Ihnen nur eins, am Ende der Grundausbildung wird abgerechnet.
Ja? Es wird abgerechnet. Stellen Sie sich kurz vor Weihnachten die Frage, ob Sie nochmal 2 Monate in die Mutterschule wollen. Ansonsten sagen Sie dem Doktor einen schönen Gruß von mir. Ja? Es geht bei mir die Alarmglocken an. Ich weiß ja, die sind nicht krank. Die sind nicht krank. Da läuft ein bisschen das Näschen, das läuft bei mir auch. Da tut ein bisschen der Hals weh, das macht's bei mir auch. Ja? Und bei meinen Unteroffizieren. Ich weiß, dass sie nichts haben, aber sie stehen da und ich kann nichts dagegen machen. Das ärgert mich, ja. Da bin ich sauer. Die schauen auf den Dienstplan, oh Scheiße, erschießen oder Gefechtsdienst, das ist kalt, das ist dreckig. Körperliche Anstrengung, ah, machen wir halt mal krank. Fertig. Da kann ich mit aussehen. Morgens rausjagen, so wegtreten, Anzug herstellen, wir gehen raus. Ja? Und dann hat keiner die Möglichkeit mehr zu sagen, ich bin doch krank. Aber ich habe ja hier nichts zu sagen, leider, leider. Hm? Die könnten sich alle warm anziehen, alle. Wenn sie damit ein Problem haben, Pech gehabt, mich juckt's nicht. Ich meine, mir geht meine Gesundheit wirklich vor. Ich habe keinen Bock da zu marschieren. Und dann, wenn ich sage, mir tut es weh, von denen den Anschluss zu kassieren, dann noch erst recht. Das ist mir jetzt zu blöd, den ganzen Tag wieder in der Kälte draußen rumstehen. Und morgen liege ich komplett flach. Da bleibe ich lieber heute da und kuriere mir ein bisschen aus bis morgen und dann kann ich morgen wieder weitermachen. Ich meine, jeder gibt sein Bestes und wenn du halt krank bist, du kannst ja nichts dazu. Ich bin um 2:30 aufgewacht vor lauter Schmerzen, konnte nicht schlafen. Ja. Und laufe schon gar nicht. Und ja, dann habe ich mich entschieden, zum Arzt zu gehen. Da komme ich jetzt her. Der Arzt jetzt hat gesagt, ich soll jetzt kühlen, Fuß hochlegen, kühlen, kühlen, kühlen. Panzergrenadier Klump am Telefon. Es ist jetzt schlimmer geworden. Ich war heute bei mir in der Stadt und der Arzt hat mich weiterhin bis Dienstagabend krankgeschrieben, also KZH. Oberfeld-Fortenbacher, können Sie das melden? Tschüss. Hat die mich am Montag gleich in den Innendienst versetzt, so wie es der Arzt geschrieben hat, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so weit kommen. SWR 3 Nachrichten. 14 Uhr. Das Wetter. Nachts klirrend kalt, minus 8 bis minus 15 Grad. Erst in der Pfalz, ab dem Nachmittag in Baden-Württemberg vereinzelt Schneesturm. Und ab morgen Schnee für alle. Amerikanische und deutsche Militärs tut jeder einzelne Knochen weh. Sie haben es jetzt. Oh, Gott Hilfe, immer noch im Knie. Und tschüss. Krankgeschrieben? Also kein Marsch, kein Sport, kein Gelände, gar nichts. Muss man gucken, wir müssen Biwak machen. Keine Ahnung. Zelten im Winter? ja, ich denke schon, dass es lustig sein wird. Aber wird auch verdammt kalt werden und eklig, matschig. Also. 7 bis 10 Kilo, würde ich mal sagen. 10 Kilo, nicht mehr als 10. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet, aber so viel ich weiß, weil ein wenig Schlaf, ganzen Tag draußen, ganze Nacht draußen, dann noch da draußen im kalten Schlafen. Boah, das stinkt immer noch ganz scheiße. Müssen wir was Spezielles mitnehmen? Erstmal den Rucksack packen und dann Kampftragetasche halt noch ausrüsten mit Unterwäsche. Ich gucke halt, dass ich mich jetzt kräftig ausruhen kann. Ja. Und dann später hat das Zeug packt so. Moment. Ja, du hast die Kälte halt. Mag ich absolut nicht. Bin ich kein Freund davon. Bleiben Sie dran! Und bleiben Sie in den Rotten! Hören Sie auf, sich alle zu verschieben hier! Soldatenballett, ich stehe drauf, echt, ich stehe echt drauf. Und halt! Dann machen wir halt so lange halt! Weil das geht von Ihrer Ausbildungszeit ab, ne? Mir ist das Schnuppe, ich kann das schon alles! Sie wollen ja die Rekrutenbesichtigung bestehen, nicht ich! Aber wenn Sie so weitermachen, haben Sie nochmal 2 Monate! Haben wir es bald? Ich habe auch Krampfadern im Bein. Haben wir es bald? Vom vielen Stehen. Ja, wir warten noch, ne? Haben wir es jetzt bald? Da, ohne Tritt, raus. Und wieder auf meine Höhe. Und gnädigen Gott, ich muss jetzt noch einmal anhalten, dann lasse ich sie tragen. Und ich habe einen Auftrag.
Glauben Sie, ich kann dann auf jeden Rücksicht nehmen hier. Dann wäre ich kein Soldat. Weißt du, warum diese schlank sind, alle miteinander? So richtig schlank. Das ist sogar zu voll zu fressen. Los. Ich habe keinen Bock mehr, Schwab. Da beschreien Sie mich Marsch und Schwab. Dann an der Schrotzenmasche. Kraft noch. Einige sollten sich mal überlegen, wo sie sind. Sie sind nicht mehr daheim. Ah, ganz da vorne ist ihr Ziel. Ja, jetzt wollte ich ja gleich mal ein bisschen motivieren, ne? Desolat. Laufen schon ohne Gepäck und dann können sie noch. Bleiben Sie jetzt bloß da drin. Bleiben Sie da drin. Ich krieg hier gleich einen Wutausfall. Gehen Sie da rein. Bleiben Sie jetzt dran. Bringen Sie mich nicht zur Wut hier. Los. Wo bin ich denn hier? Wenn ich zur Leistung bringen würde, ich würde kündigen, aber gnadenlos. Morgenrot, Feinde tot. Morgenrot, Feinde tot. Morgenrot, Feinde tot. Dem Bruders fascht einer ab, der freut sich wie die Schneekönig. Der hat mich besonders gut gegangen. Das kann doch was werden, Herr. Was mich also auch richtig ärgert, ist eben zu wissen, dass man die nächsten paar Tage kein Dach über dem Kopf hat. Nicht in einem gemütlichen Bett mit einer, ja gut, gemütlich sind die auch nicht in der Kaserne, aber halt in einem Bett mit einer Decke schlafen kann, das ist furchtbar. Und welcher normale Mensch macht sowas schon freiwillig? Es ist der Hammer, ich glaub's nicht. Also, wie gesagt, sie spielen den ganzen Tag Krieg und jetzt bringen sie es echt auf den Gipfel. Das so wurde uns gestern das ans schwarze Brett gehängt, abschreiben und mitnehmen. Erstens, Feindlage. Seit mehreren Wochen kommt es zu erheblichen politischen Spannungen zwischen Rotland, ca. 45.000 westlich, und der BRD. Witzigerweise Rotland, irgendwie Russland kann es ja nicht nennen, aber da es mal rot war, anscheinend Rotland, also lest ihn mal durch. Feind hat Sturm, Ausgangsstellung erreicht! Fertig mal zum Sturm, Abwehr schießen! Alles klar, herschauen! Attacke, komm! Die nächsten in die Kampfstände! Was ist das denn für ein Mann hier? Das gibt's ja wohl alles gar nicht. Ist denn mit dem Auge? Du musst das Auge zu heben. Hä? Du musst das Auge zu heben. Ich sehe das nicht, weil ich das nicht kann zulassen. Dann müssen Sie ein Papier- oder Augenklappe nachmachen. Sie brauchen Ihre linke Hand an die Schulterstütze. Schulterstütze, auf. Ja, lüge ich denn! Linke Hand, Schulterstütze. Komm, linke Hand, Schulterstütze. Das ist einfach auf, alles wahr sein. Zielen. Zielen. Sicher. Und rauskommen. Waffe zeigt nach vorne. Hey! Gott nochmal! Ja, wenn ich nochmal einen sehe, der da hinten seine Waffe irgendwo hin zeigen lässt, auf jeden Fall nicht da, wo ich gesagt habe schon wäre, dann gibt's einen Gong. Ist es klar? Ja. Ha? Aufpassen, dafür seid ihr da. Los, zack, ab! Nichts von schon wer. Du bist Soldat mit Herz und Seele, ne? Und hier musst du sowas antun. Schwingen Sie sich davor, bevor ich hier zur wilden Sau werde. Und dann einen hier hinter befehlt, der Ihren Rucksack nämlich trägt. Und dann schiebt er nämlich einen Hass. Ist mir scheißegal, wenn es nicht schafft, schaffe ich es nicht. Ah, Ihnen scheißegal? Sie sind kameradschaftlich. Nicht wegen ihm, aber nee, ich pack's halt nicht. Sie sind kameradschaftlich, ich hole jetzt gleich mal einen ran. Am besten noch einen, der hier, ja genau. Wegen dem werde ich doch nicht schneller, wenn ich so nicht pack. Ach, haben Sie eine Ahnung? Wenn ich Sie antreibe, werden Sie ganz schön schnell auf einmal. Ach, gefreite Pfeifer, würden Sie jetzt, und zuhören jetzt, ich sage bitte, Ihren Rucksack richtig packen. Packen Sie Ihren Rucksack. Wie denn? Richtig packen. Ja, wo soll ich denn hinstecken? Packen Sie Ihren Rucksack. Das war ein Befehl. Und wenn ich den jetzt noch einmal wiederholen muss, dann knast ich Sie ein. Packen Sie den Rucksack. Gepackt. Ich wiederhole keinen Befehl jetzt mehr. Das ist ein Befehl. Sie packen jetzt Ihren Rucksack. Ich habe doch vorher schon, Sie wie soll packen ich denn machen? Ihren Rucksack. Das besser ist. Packen Sie Ihren Rucksack halt nochmal. Das bringt doch. Messerstecher, Herzensbrecher, richtig? Haha. Richtig. Na runter. Weißt du, was holen könnt? Eine schöne Beretta oder so. Dann erschieße ich sie nämlich. Weil danach erschieße ich diese Frau.
Von wegen, der Schlafsack gibt warm, frisch wie ein Schneider drin, ich schwöre. Hast du verstanden? Drei Minuten, raus. Drei Minuten. Aufstehen. Drei Minuten zum Raustreten. Jungs, drei Minuten. Nur Hose, Schuhe, Oberkörper frei, Waffe am Mann. Drei Minuten. Tempo. Ja, raus. So, das ging gleich rein. Ja. Jungs, grüß. Auf geht's. Drei Minuten. Oben für den Frei. Warte am Mann. Dieser Spitz, wo bleibt der? Du holst, Henning! Auf geht's nach rechts. Dreimal hintereinander, komm. Attacke. Voller Haus, der. Und weiter. Los, bewegt euch auf der Stelle hin, die Schiffwiese. Hoch mit den Knie. Was ist denn? Tut's weh? Ja. Ja, das ist Training. Und fahr die Busch. Und lass die Arme gerade, Junge, komm. Arme ausstrecken. Und hoch die Knie, bis zum Kommenschluss. Komm. Ah, was ist denn? Und hoch die Gewehre. Und fahr die Wurst. Ah, was kommt mir noch für ein Geruch entgegen? Und Arme runter. Und Arme hoch. Und jetzt muss ich in Bewegung herein. Ich bin das nicht gewohnt, die Kälte und das alles und so. Und raus zu pennen oder sowas. Und so scheiße immer zu tragen und so. Ich warte wirklich nur noch drauf, bis ich Krämpfe in die Füße kriege, dann ist alles aus. Dann gehe ich den Wien HP-Melele hier über die Wiese. Dann sehen sie mal jemanden marschieren. Das warte ich. Weil dann kann mir niemand mehr helfen, dann schreit mich einer an. Dann spiele ich Psycho hier auf der Wiese, ich schwöre. Wenn diese scheiß Kälte nicht wäre, würde ich absolut nichts sagen. Ich glaube, dann würde mich schießen, dann hätte man viel ausmachen. Und diese scheiß Kälte ständig. Im Laufschritt! Marsch! Attacke, mir hinterher! Auf Halt euch! Genau, bei den Temperaturen funktioniert das Geh gar nicht. Nee. Damals ein bisschen die Zähne geputzt. Wir machen ja hier Körper, gehen ja nicht nur, damit man sich die Zähne putzt. Ne? Sondern wo ist ja normalerweise beim Waschen, gerade wenn wir länger draußen sind, so die Pumpe unter den Achseln und so weiter und solche Sachen. Ne? So, Sie wissen jetzt in Zukunft, wie es geht und dann machen Sie es richtig. Ne? Alles klar. So, warten Sie an den Nagel. Sie fahren jetzt nach drin mit dem Feldwebel Kell. Und da geben Sie Ihre Waffe ab auf der Waffenkammer, Ihre persönliche Ausrüstung rauf auf Ihre Bude. Dann machen Sie hier einen Sportanzug rein und dann melden Sie sich beim Doktor. Und dann melden Sie mal Ihre Problemchen. Ja? Ist alles nichts für Sie, ja? Fahr hin, Herr Buffett. Vorne ist kein Platz mehr. Ich bin nur noch unter die Dusche und die Klamotten sind unter die Dusche. Was Gescheites zum Trinken. Da kann ich nur sagen, falsche Berufswahl. Wenn ich noch nie in meinem Leben irgendeine Nacht mal draußen übernachtet habe, gecampt oder sonst irgendetwas, und dann mich entscheide, Soldat zu werden und dann auch noch mit der Option später zur falschen Jägertruppe zu gehen, dann muss ich sagen, da hat sich niemand Gedanken gemacht. Niemand.
Ja? Und Ausfall ist Ausfall. Dann hat sie einen eindeutigen falschen Beruf. Wobei ja auch eins sagen muss, mit der Einstellung bringt die es im Leben zu gar nichts. Weil die keinen Biss hat. Die will gar nicht. Also, dann soll sie raus. Weil hier liegt sie immer nur auf den Nerven. Lange, auch 2 Tage, Krankenhausstube. Was die Ausbildung angeht, dürfen Sie heute Mittag jetzt nicht beim Schießen teilnehmen. Ja? Mhm. Sollten auch morgen nicht an diese Geländeübung, also Kriechen, Gleiten, diese verschiedenen Bewegungsarten teilnehmen. Das tut Ihrer Gesundheit mit Sicherheit nicht gut. Weil wenn Sie tatsächlich eine Lungenentzündung haben sollten, müssen wir ein Antibiotikum geben, gleich. Alles klar. Und Sie müssen ja praktisch nochmal vorbeikommen, damit ich den Befund auch sehe. Okay? Also, bis heute Nachmittag. Tschüss. Ein Lied! Komm, Kameraden, lasst uns singen und marschieren. Links, 2, 3, 4. Schnell ist unser Richtel und das Feuer steht im Ziel. Wir brettern in die Stellung, ja, das kostet uns nicht viel. Dem Feind vergeht das Lachen, wenn es blitzt und wenn es kracht. Bei Tag und auch bei Nacht. 2, 3, 4. Glory, Glory für die schwere Kompanie. Glory, Glory, selbst der Teufel holt uns sie. Glory, Glory, mit dem Herz am rechten Fleck zieht die 6. vorne weg. Lüb! Aus! Ich glaube nicht, dass die sich Gedanken machen, ob sie ihrem Land dienen wollen. Manche schon, doch. Jetzt. Manche kommen schon mit der Einstellung, okay. Ja, warum? Warum nicht für Deutschland? Wenn hier einer schreit, du musst morgen gehen, dann gehe ich. Dann kann ich wohl sagen, ich bin verheiratet, ich oder so gestraft. Das bringt nichts. Ja, irgendwo hin. So wie ein Einsatz jetzt oder in einem Krieg oder sonst was. Das ist halt dann so. Dafür bin ich Soldat, ja. Mit meiner jetzigen Einstellung, wie ich jetzt zur Bundeswehr ging oder gegangen bin, wär ich bestimmt früher auch Wehrmachtssoldat gewesen. Ja? Und was machen wir? Wir führen Befehle aus, fertig aus. Also mir persönlich ist es scheißegal, wo ich hin muss. Ich steige in der Fliege und dann fliege mich hin, wo ich hin muss, fertig aus. Interessiert mich nicht. Dafür bin ich Soldat. Das ist doch scheißegal, wer mir gegenüber ist. Wenn ich nicht schieße, schießt er. Also, was ist besser? Feuerkampf gewinnt der, der schneller schießt und besser trifft, sage ich immer. Das ist mir egal. Na gut, man kann das natürlich nicht vergleichen mit einem Berufskiller. Das Töten nicht für uns. Das ist für uns kein Töten, dass man einem anderen Leid zufügen, sondern. Geht das eigene Überleben? Es geht ums eigene Überleben und da stelle ich mir natürlich schon die Frage oder schaue ich oder setze ich alles dran, dass ich derjenige bin, der lebt, weiterlebt. Das ist für uns Handwerkszeug. Ein Metzger schlachtet sauer. Stimmt. Weil das sein Job ist. Und wenn auf mich einer schießt, schieße ich zurück, weil es mein Job ist. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Hands are full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. Oh, the water. It don't rain all day, and it stung me to my soul. Stung me just like jelly roll, and it stung me, yet it stung me to my soul. Stung me just like going home, and it stung. Das sind jetzt Jungs krank und das mit mir krank. Ich bin schon krank daherkommen. Ich hätte zum Arzt sagen können, ich gehe nicht mit ins Biwak. Aber das ist ja Blödsinn. Ich sage, ich mache so lange, bis ich es nochmal aushalte. Und jetzt ist da der Punkt, wo ich sage, nee, ich kann nochmal. Ich habe 2 Nächte lang jetzt nicht geschlafen und die ganzen 3 Tage durch. Ich kann nochmal. Ich finde es eine üble Sauerei. Die haben sich verpflichtet. Sie sollten das eigentlich wissen vorher. Da gibt es ja auch Vorstellungsgespräche, wo erwähnt wird, was hier alles abgeht. Weil wenn man sich zur kämpfenden Truppe dann verpflichtet. Wir machen den Scheiß, weil wir müssen. Ich kann mir auch jetzt was einreden und rumquengeln.
Ich habe auch meine Tage, einmal im Monat. Es wirkt sich halt anders aus. Siebte Armee auf der Flucht. Leck mich an den Arsch. So, da haben wir warten, bis der Tonner kommt. Ich hab's nicht geschafft, bla bla bla. Ich kann mit ihnen ja nicht mal ein Scheißhaus überfallen. Hä? Ich habe immer noch Fieber. Ist mir egal. Wenn es mir halt nämlich gut geht, was soll ich machen? Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ihnen geht's nicht so gut, sie fröstelt es. Ja, seit wann haben Sie die Beschwerden? Das ist eigentlich ein Unding, dass 25 Neukranke aus einer Kompanie hier auf der Matte stehen. Das ist für meinen Geschmack zu viel. Gell? Denke ich, liegt der Wurm dort irgendwo begraben. Und nicht an den Patienten selbst. Ja? Gell? Also sie haben nicht alle Erkältungsbeschwerden. Ja? Die haben unterschiedliche Beschwerden. Kniegelenk, Rückenschmerzen durch die Belastung, das schwere Gepäck. Die hatten dann auch einen kleinen Marsch gemacht, ja? 10 Kilometer. Gell? Und die Witterungsverhältnisse momentan, die tun halt das Übrige dann dazu. Mal A sagen. Ah. Sehr Arnold. Ich bin mit der Kompanie zusammen. Ich weiß nicht, die übertreiben es wohl manchmal ein bisschen. Ja, also Härte ist okay, aber übertriebene Härte nicht. Ja, wir brechen jetzt das Ausbildungsbiwak ab. Ja? Und deswegen verlegen wir jetzt nach drin. Weil die Kompanie 58 Kranke hat. Da will halt der Chef Fürsorge walten lassen. Das wird dann von höherer Stelle entschieden. Von mir. Ich trage das nicht so. Weil die, wo heute noch stehen hier, die werden auch morgen noch stehen. Das muss man so sehen. Was wäre die Konsequenz, wenn wir das Biwak bis morgen machen würden? Vermutlich noch mehr Ausfälle. Ja. Und innerhalb von 24 Stunden ist natürlich nicht jeder wieder gesund. Deswegen ist es für mich wichtiger, die Grundausbildung insgesamt zu sehen. Und nicht am Montag dann vielleicht anstatt 58 Kranken 108 Kranke zu haben. Und deswegen geht für mich die Gesundheit erstmal vor. Die Männer denken halt, ja, Frauen, Weicheier, und dann erwarten sie auf der anderen Seite wieder, dass wir die gleiche Leistung bringen. Die können machen, was sie wollen. Ich mach zunächst den Biwak. Und wenn ich mir, was es ist, vom Himmel runterlügen muss, was ich für eine Krankheit habe, dass ich halt mit raus muss. Ich bleib hier, ich mach Innenbiwaks, mir scheißegal. Früher hatte, wo die jungen Männer zum Bund gekommen sind, ne, die waren da irgendwie anders. Wir sprechen immer von der Turnschuh-Generation. Die waren früher einfach anders. Die sind gekommen, das waren Männer. Und das ist heutzutage anders. Die sind im Prinzip noch so richtige Kinder. Ja? Und da kommt jetzt natürlich noch die Frau dazu. Und die Frau von der Natur her, vom Körperlichen nicht so stark wie ein Mann. Die sind aber dann nicht so in der Lage, Schmerzen wegzustecken. Ja? Und diese körperlichen Belastungen auf sich zu nehmen. Die denken mehr an sich selbst. Deswegen sollen die auch keine reinrassige Frauengruppen geben. Das würde nie hinhauen, nie. Im Prinzip versagen die im Gefecht. Weil sie nicht dieses Kameradschaftliche, die lernen sich ja gar nicht kennen. Die wissen ja gar nicht, wie reagiert mein Kamerad in solchen Situationen. Weil sie ja nur an sich selber denken. Ja? Und da sind Männer anders. Ne? Man merkt halt, die ganze Bagage da oben kann Frau auf kein Ding leiden. Nur wegen dem brauche ich mich nicht wie der Arsch von der Welt behandeln lassen, echt. Das ist echt so eine Frauenhasserbande, das ist ja der Hammer. Aber jeder eine daheim, da könnte ich doch weiter. Es muss mir jetzt einfach egal sein und fertig.
Das Buch mich echt nicht interessiere. Ich muss nur an die Zitate hinterher denken. Sonst bin ich ja verloren, hab ich's gesehen. Nichts gegen Frauen, aber manche Frauen sind halt körperlich bedingt einfach nicht so leistungsfähig. Und noch ist die Armee, wenn Sie mich fragen, einfach darauf ausgelegt, dass sie von Männern eben ausgeführt wird und dass sie halt auch durch Männer funktioniert. Also ich finde, Sie sollten erstens Ihre eigene Gruppe, Ihren eigenen Zug und am besten gleich Ihre eigene Bataillon haben, wo nur Frauen drin sind, von Frauen ausgebildet. Ich meine, Sie kommen ja eindeutig nicht zurecht mit der Situation, was Sie hier erwartet. Und ich meine, Sie sagen jetzt mal, verpissen sich immer noch nicht, ja? Also ich finde, die Mädels, was die sich teilweise gefallen lassen müssen, also gerade solche Sprüche, dass da zwei Offiziere nebeneinander laufen und der eine zum anderen meint, hey, weißt du was, künstliche Intelligenz ist, haben die Mädels bestimmt auch schon erzählt. Und dann kommt halt blond und ist dann direkt vor der Petra, das ist, finde ich, unter aller Sau. Bei den Offizieren, glaube ich, oder zumindest bei den unteren Offizieren, da sind die, glaube ich, nicht sehr erwünscht. Wir sind die Stärksten unseres stolzen Bataillons. Wenn uns Grenadiere brauchen, ja, dann feuern wir auch schon. Wenn Raketen peitschen und der Mörserfeuer spuckt, ergreift der Feind die Flucht. So drei, vier. Glorie, Glorie, für die schwere Kompanie. Glorie, Glorie, selbst erfolgen lohnt uns nie. Glorie, Glorie, mit dem Herz am rechten Fleck zieht die sechste vorne weg. Seht ihr das? Ah! Hey, ich war so glücklich. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 Abend. Mein Geld, ich bin so glücklich. Morgen Einkauf. Die Stadt. Schuhe. Ich brauch Schuhe. Ich hab 25.000 Klamotten im Schrank, aber kein Schuhe. Ich muss mal Schuhe kaufen. Ah, und am 30. gibt's wieder Geld. Oh, da geht's ab. Da freue ich mich schon drauf. Das ist dann so ein Glückstag wieder. Du machst Leben Spaß. Das ist länger verpflichten. Das machen die meisten noch inzwischen eigentlich nur noch wegen dem Geld. Und das bindet dir die Bundeswehr doch auch jedes Mal auf die Schnauze, dass das unbedingt und wie viel Geld und Weiterbildung und Entlassungsgeld und sonst noch was. Mit irgendwelchen tollen moralischen Gründen kannst du heutzutage niemanden mehr werben. Das wissen die genauso. Was bist du jetzt? 18? Kommt eigentlich hin. Wollte ich nur 8 Kerzen draufstellen. Boah! Oh. Scheiße. Gut. Beinahe. Jetzt wird's, oder kann sie machen, was sie will. Ich glaube, das ist ihr das Wichtigste. Lass mich doch einfach mal. Lass mich einfach mal machen. Das ist so penetrant. Das nervt gut rum mit der Zeit. Das nervt wirklich. Da kriegst du gesagt, ich rufe dich heute nicht an, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Ja, was ist das? Hat sie mindestens zweimal angerufen. Wenn sie dich aber mag und vermisst dich. Das ist trotzdem. Das nervt mich. Das nervt. Zeit. Du machst einfach so. Ich kann das dann nicht ganzes Leben lang machen. Mich jeden Tag anrufen. Wo bist du? Was machst du? Geht's dir gut, Zell und jenes? Hm? Du, vielleicht ist es gerade mal umgekehrt, dass er einfach von dir mal hören will. Du Mama, ich mag dich, das ist in Ordnung. Das habe ich ja schon oft genug gesagt, dass du lieb. Oder nicht? Ich verstehe es nicht. Größter Wunsch, dass mein Baby mich immer lieben wird, dass ich mit ihm immer zusammenbleiben werde. Das ist mein größter Wunsch und glücklich sein werde und alles halt haben werde, so was außenrum gehört, so Wohnung, Auto, gutes Leben halt. So schnell findet sie vielleicht hier in Mannheim nicht irgendwas, wo sie irgendwas lernen kann oder sonst irgendwas. Auf der Bundeswehr hat sie halt die ganz große Chance und warum soll sie sie dann nutzen? Wenn es jetzt von heute auf morgen hieß, ich müsste in den Krieg, würde ich sagen, ja, wissen, ne? Wenn ich mich verpflichte dafür und das dann halt auch schwören soll, dass ich fürs Vaterland da bin, dann muss ich das auch einsehen, wenn ich heute jetzt einen Anruf kriegen würde, ja, ich muss morgen dahin, Sachen packen jetzt und tschüss, ich muss es halt machen.
hat man ihr bei der Bundeswehr, diese hier im Kreiswehrersatzamt, wirklich das auch so gesagt? Also, du lernst einen Beruf, du wirst ausgebildet, um zu töten? Naja, so direkt werde ich sagen, nicht. Nee, der wird dann höchstens gesagt, du wirst ausgebildet, um das Vaterland zu verteidigen, ja, und Gutes, ja, zu bringen. Ja. Ja. Das, ja. Ja, ist er sich das bewusst? Ich weiß es nicht, Gudrun. Müsste ich mal mich ernsthaft mit ihr unterhalten. Ja. Aber das wäre, das Gespräch war eigentlich jetzt zu spät, ne? Also ja, das hätte ich aber dann viel früher gemacht. Irgendwie, ne? Über das Thema haben wir gar nicht geredet. Ja, und wieso kommt sie zu der Fallschirmspringer? Oder der eigene? Also eigentlich, weil sie, sagen wir mal so, wie soll ich das sagen? Erstens einmal verdiene ich gut Geld, zweitens habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Und ich glaube, sagen wir mal, dass es Krieg geben könnte oder was. Sie ist zwar aufgeklärt worden über Einsätze, so wie Kosovo, und das ist so aufgeklärt worden, dass sie da irgendwo hin muss. Und sie muss auch die Waffe ziehen? Mhm. Oder muss entsprechende Dinge machen, um den Feind, in Anführungszeichen, wie auch immer, dann hier zu vernichten? Denke ich lieber nicht dran. Still gestanden, so fand ich. Zieh mich jetzt um, Jogginganzug, renn mal auf zum Hauptmann. Meld mich da an, dass ich wieder da bin und morgen zum Arzt gehen muss. Hallo. Hallo, grüß Gott. Mhm. Na klar, stellen Sie nochmal an. Das geht nicht gut. Nee. Das auch nicht? Nee. Wo tut denn das weh dann? Da drin. Genau da. Untersuchung nächste Woche. Termin steht. Das ist halt schwierig, weil wir den früher kriegen. Das sind immer enge Termine. Und dann sieht man, ob da was drin ist. Also, tschüss. Tschüss. Ja, und jetzt bleibe ich heute da. Morgen kann ich dann rüberstucken. Ich überlege es nochmal schnell. Ich bin der Meinung, dass ich es wiederholen darf. Also muss. Finde ich ja ganz gut so. Ich habe nämlich, glaube ich, ganze Menge verpasst jetzt. Doch den sei schuld. Ja, ich wünsche mir eigentlich nur, dass ich nicht operiert werden muss. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Guck dir das an, ne? Das ist mein Panzer. Da. Hast du den? Teilgedeckt drüber geschaut über den Richtkopf. Hey, sauber, ey. Gutes Bild. Druck aus! Guck dir das an, du. Oh Mann, über diese krummen Bilder. Ja, da kannst du ja hier. Oh, guck mal! Nochmal zurück, Jürgen. Ja, guck mal. Ausdrucker, Aufhänger in der Kompanie, schau mal an hier, ich bei der Truppe fahre nicht. Da waren wir schon. Hier, guck mal, mein Wolf. Ja. Siehst du das? Mein Wolf und der AVZ-Funk. Und ich krieg die Krise, siehst du? Das war der Wolf. Das ist geil hier. Guck mal, der Kommandeur voll aufgerüttelt und ich wieder Sunshine Regio zu hier. Achtung! Sturm, Leutchen! Was, Alter? Ja, was ist denn? Ausrichten. Eins, zwei, drei, vier. Achtung, Panzergrenadier Meier, ich melde Stube Nummer 222 mit 6 Mann belegt. 6 Mann anwesend zur Stubendurchsicht. Herr Hauptfeldwebel. Rühren, Spinde auf, Essensfeuer auf. Was ist das, Jungmann? Was ist das? Was ist das? Dreck. Und was haben wir gesagt? Wie sieht die Ausrichtung im Spind aus? Sauber. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Jawoll! Komm, das sieht so richtig aus. Wenn der so rauskommt, dann ganz. Überall, wo ich nachschaue, überall noch Dreck. Wer mischt das? Panzergrenadier, ist das Ihnen? Jawohl. Ja, wie erklären Sie sich sowas? Überall noch das Zift. Allen das Gleiche. Überall. Das ist ein Skandal. Das will ich nie mehr sehen hier. Und bei Ihnen auch nicht. Jawohl. Das ist ein Skandal. Skandal. Achtung! 3 Wochen! Oh 3 Wochen, sag ich da bloß! Mein Gott. Ja. Nein, jetzt nicht. Ich muss mich erst ärgern.
Elektro-Maske. Mach auch deine Maske, du mal deine Maske drauf. Frau Hofelte, reicht es Ihnen? Da liegt eine Taschenlampe da, oder? Aber. Ja. Kriegt noch so aus dem Dreck. Achtung! Rühren und Mängel abstellen. Sorry, du bist da. Schauen die Zeltwagen durch? Oh, verdammt! Nein, nein. Rüberschicken, fertig machen, Stuben kommen runter. Ja. Jetzt machen wir erst hier fertig. Achtung! Panzer Stube 222 mit 6 Mann belegt, 6 Mann anwesend zur Stube und Spindurchsicht bereit. Hauptfeldwebel. Rühren, an die Spinde wegdrehen, Spinde auf. Das kotzt mich langsam an, Kameraden. Habe ich es hier mit erwachsenen Menschen zu tun oder mit dem Kindergarten? Oder wollen Sie nicht? Oder wollen Sie vielleicht mich nur ärgern? Oder verstehen Sie meine Sprache nicht? Und das ist das letzte Mal, dass ich einen Stubendurchgang mache und die Ausrichtung, die sieht so aus. Unter aller Kanone. Ansonsten gebe ich Ihnen am Wochenende Zeit und Gelegenheit. Ja? Das muss man klipp und klar verstehen. Haben Sie mich verstanden? Jawohl! Es kann nicht sein, dass meine zwei Stuben das dreckigste Loch hier oben auf dem Gang ist. Sie meinen, Sie sind wohl schlau, oder? Reinigen das, was wir heute Mittag angesprochen haben. Wir müssen ein bisschen früher aufstehen. Wir machen das schon ein bisschen länger. Es wird alles gereinigt. Drehen Sie auf die Stube. Und machen Sie die Bude sauber. Sagen Sie so, die körperliche Anstrengung und das alles und die Aufgaben, die uns gestellt werden, sind nicht das Übel. Aber die Art und Weise, wie das passiert, das kann, irgendwo finde ich, kann das nicht sein. Wenn uns auf der einen Seite vom Hauptmann gesagt wird, von wegen Menschenwürde und sowas, dass es geachtet werden muss, und passiert einfach nicht. Vorher, als wir hier im Zug da standen und dann raustreten sollten nach dem Schlussappell, ist dann der Erste, das ist ein Kamerad hier aus der Stube, ist rausgegangen und da hat der Stabsunteroffizier, wie heißt das, Chauvert, sich nach vorne gebeugt und einfahren lassen, ihm ins Gesicht. Und solche Sachen, das finde ich, kann nicht sein und das wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben. Ob das hier innerhalb der Kaserne ist oder außerhalb, das sehen wir dann noch, aber das kann nicht sein, das kann wirklich nicht sein. Aber wenn ich dann irgendwann am längeren Hebel sitze, dann, wie sie so schön sagen, dann reiße ich ihm den Arsch so weit auf, dass er in die Badewanne scheißen kann. Nein, wirklich. Ich kann sowas nicht ab, weil ich ganz genau weiß, dass die Jungs, die da draußen stehen, also in meinen Augen Zivilversager. Wenn Sie sagen, Sie sind da draußen Zeit- oder Berufssoldat, ja, der eine meint, ja, Sie sind ein Tagdieb, ne, Sie können nichts anderes. Und der andere meint, Sie wollen schnell gute Kohle verdienen. Ja, oder Sie wollen nur junge Soldaten rumschleifen. Aber Sie sehen es ja selber, was ist denn die Realität? Wir bilden hier aus. Wir machen unsere Arbeit, so wie jeder andere, in der freien Marktwirtschaft auch. Ich will es nicht abbrechen, ich will das durchziehen. Mir kotzt das so an. Und dann kommt keiner zu mir her und sagt jetzt endlich mal, wie es bei mir weitergeht. Kommt keiner, ich höre bloß von jeder Ecke höre ich irgendwas anderes. So, was fehlt Ihnen jetzt genau? Schienbein gebrochen? Mhm.
innere Blutguss und irgendwas in die Bänder da. Am Freitag vergangener Woche haben wir uns unten hier auf dem Exerzierplatz darüber kurz unterhalten und da sprachen Sie davon, dass was am Meniskus ist. Das war wie, die Vermutung vom Arzt. Wie kommt es jetzt plötzlich dazu, dass es da am Schienbein ist? Weil, das ist ja, das geht ja darauf. Das also Schienbein das ist ja im Knie. Also quasi unmittelbar unter dem Knie ist es. Genau. Achso, gut, wie geht's mit Ihnen weiter? Als allererstes ist es erstmal wichtig, dass Sie erst wieder gesund werden. Deswegen wollte ich ja mit Ihnen reden, weil ich von einiger Zeit gehört habe, ich bin jetzt ausgemustert worden. Bundeswehr könnte jetzt total abrauchen. Alles Quatsch. Sie gehen jetzt erstmal nach Hause und Sie kurieren sich jetzt erstmal aus. Wenn die Ärzte sagen, Sie könnten dann im Januar, wenn das bis dahin schon wieder ausgeheilt ist, wieder am Dienst teilnehmen, dann würden Sie neu in eine Grundausbildung einsteigen. Das heißt also, dass Sie hier nicht weiter an der Grundausbildung teilnehmen können. Mhm. Geht es Ihnen jetzt besser? Auf jeden Fall. Na also. Gut. Das ist gut. So, also, Dankeschön für die Auskunft. Ich finde es echt top. Ich war jetzt jeder an irgendwie einen Scheiß erzählt und ich wusste halt nicht, wann ich bin, weißt du? Jetzt bin ich echt erleichtert, richtig erleichtert und froh, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. So, Ablauf vom heutigen Tag. Wir würden im Anschluss ein kleines Läufchen machen. Und dann sollten Sie sich einmal überlegen, ob Sie von daheim so ein altes Sweatshirt oder was mitbringen, wo Sie unter diese Jacke anziehen können. Weil Stetten hat im Winter einen Nachteil. Es ist kalt. Links, vor, drei, vier. 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 Links, so, drei, vier, links, so, drei, vier, links. Wieso bin ich lauter? Drei, vier, links, so, ganz drei, nach vorne. Vier, links, so, drei, vier, links, so, drei, vier, links. Und in die Mitte, Nagel. So, drei, vier, links, so, drei, vier, links, so, drei, vier, links, so, drei, vier, links. So, drei, vier. Links, so, drei, vier, links, so, drei, vier, links, so, drei, vier. Panzergranate Nagel melde mich in befohlener Hauptfeldhöhle. War es anstrengend für Sie? Schon. Wir sind ja eigentlich schnell gelaufen, ne? Und auch nicht weit. Finden Sie es eigentlich gut, wenn andere immer unter Ihnen leiden müssen? Nee, finde ich nicht gut. Es geht nicht darum, dass Sie beim Laufen nicht so schnell sind oder so gut oder so konditionell beieinander sind wie andere. Darum geht's nicht. Aber Sie müssen den Willen zeigen. Und wissen Sie auch warum? Weil mich das persönlich aufregt, dass Sie das Vierfache verdienen von einem normalen Wehrpflichtigen. Weil gerade von Ihnen als Zeitsoldat verlange ich nicht das, was ich vom Wehrpflichtigen verlange, sondern mehr. Viel mehr. Weil Sie wollen es hier in meiner Armee zu irgendetwas bringen. Und wenn sich das nicht über diese Rekrutenbesichtigung so bessert, dann werde ich persönlich, wenn nichts anderweitig passiert, Ihre neue Einheit informieren. Weil mich das nervt. Das nervt mich so, da platzt mir der Sack. Haben wir uns verstanden? Ja. Abmelden. Na, weißt du, mich kostet es so an, ja? Männer sind gemessen zur Bundeswehr, ja? Und Frauen können, die sollen froh sein, dass sich Frauen melden, ja? Ja, ich habe mir nicht ausgezogen, dass ich das Vierfache fast kriege, weißt du? Was dreifache mehr kriegt von denen. Sollen sie mir nicht so kommen. Ah, was soll's. Ich geh jetzt duschen. Dann schau ich wieder ab. Ich will mich am Arsch wenden, dann lass ich mich versetzen, oder? Ich bin relativ. Ich meine, welche Leistung muss ich überall was? Ja, mach ich auch halt. Ein Stück weit muss ich denen auch recht geben. Es ist halt einfach Fakt, dass wir vielleicht nicht so fit sind und nicht so belastbar. Nur über Dauer kann auch jemand von uns Kondition haben, dann Gudi. Und dann ist doch auch nicht so schlimm. Achtung! Berliner Ton, Zugstärke 660, Motor mein Glück. 660, rühren, setzen. Wir werden Sie für Ihre Rekrutenbesichtigung in eine Lage stellen.
Natürlich verlangen wir von Ihnen einige Dinge, die Sie in Ihrer Ausbildung die letzten 7 Wochen durchlaufen haben. Dazu werden wir Sie aber nicht in eine für Sie vielleicht gängige Prüfungssituation stellen, sondern Sie bekommen da draußen einen militärischen Auftrag, so wie wir das gewohnt sind. Und gut sind immer die dran, die natürlich nie gefehlt haben. Ganz klarer Fall. Im Endeffekt ist es ein Witz. Ich habe alle Freunde von mir, die beim Bund waren, haben gesagt, dass die Rekrutenprüfung ist ein Lache. Maul auf! Maul auf! Ich muss mich beeilen. Schnell. Was ich natürlich sehen will, ist Einsatzbereitschaft. Das ist ein ganz klarer Fall. Ja, dass halt irgendwie keiner abstinkt. Das wird auch wahrscheinlich keiner. Hoffe ich, sagen wir es mal so. Das will ich sehen. Ich will Leistung sehen, Mörder. Auf geht's, Ziehverteilung von links nach rechts, Feuer frei. Links auch stopfen. Feuer, los. Immer noch zu hoch. Boah. Weg. Ja, alles, wer hat getroffen? Ja, dann schick. Abschlussbesprechung von der Rekrutenbesichtigung des Teils schießend. Sie haben alle das Ausbildungsziel erreicht. 40% ist Limit. Ja? Also, Kleine. Nach erheblichen politischen Spannungen und was? Damit verbundenen Truppenbewegungen. Hat Feind Landesgrenze. Hat der Feind die Landesgrenze. Westlich ca. 150.000 überschritten. Im Endeffekt reicht es ja, wenn ich dir dann weiß, dass ich irgendwie kleine Stichwörter oder sowas zuflüster. Fertig. Geben Sie uns Handzeichen, wenn wir rein sollen. Dann fangen Sie an. Nach erheblichen politischen Störungen und Truppenbewegungen ist der Feind über die Grenze vorgedrungen. 6.2.94 wurde alarmiert und hat den Verfügungsraum den Hornstein bezogen. Mit Sabotagetrupps ist zu rechnen. Ablösegespräch hat funktioniert. Gab keine Vorkommnisse, keine Fehler. Pfeiffer war wie ausgewechselt. Ja. Ich habe mich eigentlich gefreut. Das hat ganz gut ausgesehen zu Anfang. Das musst du machen. Musstest du das in Weißbeck sagen? Nein, mir. Ja, nochmal. Ach so, wiederholen. Und dann Weißbeck. Okay, Lage. Ja, unverändert. Kannst du sagen. Ja, also Lage unverändert. Scheiße. Auftrag. Stimmt, Auftrag, das Vorfeld zu beobachten. Shit, Schenk grad voll. Shit. Warte, Herr Nagel, kennen Sie das Spiel von der stillen Post? Der Bendel ist hier vorne, der hängt nur draußen, müssen Sie reinholen. Sind Sie fertig? Ich denke schon. Sicher? Und warum ist da oben alles auf? Ja. Ich war bei der Übung nicht dabei gewesen. Ja? Ich war bei der Übung nicht dabei gewesen. Erstmal, wo ich das jetzt gemacht habe. Ich hoffe, dass es einigermaßen richtig war. Ich will schon, dass es irgendwo vorbei ist jetzt mal. Ein anderer sitzt, aber wenn ich das dann doch irgendwie packt habe, bin ich schon stolz. Ich meine, eins ist klar, wir Mädels, wir haben einfach alle viel zu wenig Kondition gehabt gegenüber zu den Jungs. Und es macht sich ja schon deutlich bemerkbar. Aber es kann nicht sein, dass wir mal abgehetzt sind und die andere sagen, war man doch nur spazieren laufen. Dann denkt man schon, ja prima. Ich habe halt mehr an als letztes Mal, weil ich meine, Tipps hin und her, aber lieber lasse ich diesmal das Zeug an. Und, ja. Ich glaube, so halte ich es eher durch.
meine, macht jeder noch seine Fehler. Das ist ja nicht so, dass man das nach 7 Wochen ein paar Mal mache, so optimal kann. Aber ich denke, es gibt sich auch jeder Mühe, weil das es so gut wie möglich macht einfach. Mir fehlt jetzt bloß mein Teddybärchen. Alles schlaf gut. Ich bin guter Dinge. Zu wissen, oder meine zu wissen, was es ist. Vielleicht liegt es jetzt wirklich daran, ob sie Schiss kriegen, oder es hat wirklich, was ich ja eher hoffe, so insgeheim hoffe ich es ja, dass es geschnackelt haben im Hirn, was hier überhaupt Sache ist. Würde mich natürlich mehr freuen, ist klar. Ne? Geht doch mehr. Der Alarm von Victoria. Hört man hier? Dann kommen wir wohl dahin hier. So, los, machen Sie mal ein bisschen auf Ihren Kragen hier, komm. Na, gell? Hey! Hey! Sind Sie wach? Na, gell? Sind Sie wach? Oh ja, seht mal. Die sind auch angezogen hier, wie immer. Wie 45 im Winter. Ja? Und so viel Kleidung. Und schon wieder im Schlafsack legen, los, trinken. Komm, beweg dich auf der Stelle, komm, heb die Füßchen, komm. Ja? Mit der kompletten Ausrüstung wieder drin legen in den Sack. Da wundert mich nichts, Nagel. Schau mal. Kann die Zeltbahn legen? Komm, Arm mal weg von Ferencik. Komm. Das ist Ihr Problem, Nagel. Viel zu viel an und zu wenig Bewegung. Wissen Sie, was Sie müssten? Streife laufen, die ganze Nacht, dann frieren Sie nicht. Ja? Und jetzt reißen Sie sich mal am Riemen. So sieht's aus. Ja? Loslassen, die kann allein stehen. Komm. Geht doch, Nagel, ne? Sehen Sie? Ich weiß nur noch, ich bin aufgestanden, auf einmal war ich weg. Gefroren wie ein Depp halt wieder. Krämpfe gehabt, ich weiß nicht, ich denke mal dadurch. Aber ich will hier bleiben, ich gehe diesmal nach Heim, ist mir egal. Wo ist denn jetzt die Nagel? Warte schon an die Nagel! Ja! Panzergranate, Nagel meldet mich wie befohlener Apfeltöbel. Und Nagel, was haben wir denn für ein Gefühl? Kein gutes. Warum jetzt? Hätte besser sein können. Hätte besser sein können? Mhm. Inwiefern? In manchen Sachen hätte ich mehr bringen können. Und warum haben Sie nicht? Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, habe es aber dann nicht ganz so geschafft. Wissen Sie, dass Sie der Einzige in dem Zug sind, der durchgeflogen ist? Der verratzt hat? Nein, weiß ich nicht. Na, jetzt wissen Sie es. Sie haben ja gar nichts bestanden. Und wissen Sie auch warum? Weil Ihnen die komplette Ausbildung fehlt. Weil Sie immer dann reingegangen sind, wenn es wichtig war. Ne? Das sollte irgendwie nicht sein, ne, Nagel? Schöne Scheiße, oder? Schon. Mhm. Wenn Sie abmelden. Panzergranate, Nagel, melde mich ab, Herr Hauptfeldwebel. Ja. Ich hab so einen Kick gehabt. Ich bin froh, wenn ich hier von den ganzen Leuten weg bin, von allen scheiß Arschlöchern. Das muss ich jetzt mal voll sagen. Hey, was kann der Fortenbacher? Das Maul aufreißen. Nur das Maul aufreißen. Einen lieben langen Tag und die Leute dumm anpöbeln. Das ist alles. Also wenn ich an dem seiner Stelle wäre, wenn ich Hauptfeldwebel wäre, das so, ich würde viel menschlicher sein. Freitag bin ich eh weg, also. In 2 Tage juckt es mich ja sowieso nicht mehr. 7 Wochen durchgehalten hier in dem Sauladen. Brauche ich jetzt die 2 Tage auch noch. Weil ich würde am liebsten halt drüber gehen, auf die Stube, mich duschen, Bett legen und nichts mehr wissen wollen. Trotzdem ist scheiße, weil ich alle kriegen. Jetzt nur ich nicht. Gerade auf das wäre ich stolz gewesen. Das kleine grüne Bändelchen da, das ist eine Lize. Und die bekommt man halt, wenn man Grundausbildung bestanden hat.
Und es macht schon ein bisschen was her, wenn jetzt da oben das Strichle und unten die Lize, das kommt schon ganz gut, denke ich. Und weiter bin ich eigentlich schon stolz drauf. Man muss kapieren, um was es geht. Und irgendwann, denke ich, lernt man das ja auch. Aber wenn man das nicht schnackelt, dann läuft es, glaube ich, nie. Ich meine, man tut das irgendwo fürs Land. Vielleicht selber hat man den Stolz einfach, dass man vielleicht mal was in dem Sinn Gutes tun kann. Andere helfen vor allem. Vielleicht das Land verteidige, wenn der Ernstfall mal ist. Die positivste Entwicklung hat eigentlich meiner Meinung nach Pfeife gemacht. Also ich habe mich ja diese Woche echt überrascht, muss ich sagen. Kleinigkeiten noch, okay. Aber so die letzten anderthalb Wochen, Woche anderthalb, da hat die sich echt am Riemen gerissen. Ja. Das war die positivste Entwicklung, wo ich gesehen habe. Das hat mir auch gefreut, muss ich sagen. Ja, und Nagel, da gibt's kein Wort zu verlieren. Ich habe mit Frauen im Einsatz zu tun gehabt. Meiner Meinung nach hat es da gar keine Probleme gegeben. Ja, gut, das waren alles Sanitäterinnen. Ne? Das war eben damals noch so. Und jetzt in Kampfeinheiten. Ich persönlich sehe da keinen Grund, warum nicht. Ja? Man muss nur davon wegkommen, die Frau als Frau anzusehen. Man muss einfach den Soldaten da drin sehen. Berlin. Der Bundestag entscheidet heute in einer Sondersitzung über den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Bis zu 1200 Soldaten sollen für die internationale Schutztruppe entsendet werden. Möglicherweise könnten noch vor Weihnachten die ersten Soldaten nach Kabul verlegt werden. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And packed around alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Children play.